Liebe Gelsenkirchnerin, liebe Gelsenkirchner, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein ganz herzliches Willkommen Ihnen allen. Ich freue mich ausdrücklich, dass Sie alle mit dabei sind beim Neujahrsempfang unserer Stadt 2017 im schönsten Opernhaus weit und breit hier in unserem Musiktheater im Revier. Ich begrüße Sie ganz herzlich, ob Sie nun im Parkett oder auf den Rängen Platz genommen haben, ob Sie ein politisches Mandat für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt ausüben, Verantwortung in der Wirtschaft oder in einer Gewerkschaft tragen, ob Sie mit Ihrer wissenschaftlichen und kulturellen Arbeit unsere Stadt bereichern, ob Sie Menschen mit Ihrer Tätigkeit in einer Religionsgemeinschaft und sozialen Initiative stärken oder aber Sie auf Ihrem Bildungsweg begleiten. Was immer Sie davon tun, es ist schön, dass Sie sich in unser Gemeinwesen einbringen und es ist schön, dass Sie heute Abend alle mit dabei sind. Besonders begrüßen möchte ich die Vertreter unseres Energieversorgers, der ELE, die als Sponsor dieser Veranstaltung heute hier sind und diese Veranstaltung möglich machen. Und dafür möchte ich Ihnen, Herr Dr. Brunsbach, und Ihnen, Herr Köllmann, meinen herzlichen Dank aussprechen. Und ich freue mich, dass wir zahlreiche Gäste haben, die heute erstmals mit dabei sind. Ich denke vor allem an die jungen Frauen und Männer, die Jahrgangsbesten des vergangenen Jahres. Auch Ihnen, Sie müssten in der ersten Reihe dort oben auf dem Rang sitzen. Ihnen ein herzliches Willkommen und nochmal Glückwunsch nachträglich zu dieser hervorragenden Leistung. Allen anderen, die diese Veranstaltung vielleicht schon kennen, wird es hoffentlich so gehen wie mir. Es ist schön, sich wieder in diesem Rahmen zu treffen. Es ist gut, so viel Beständigkeit anzutreffen, denn das entspricht ja derzeit nicht der Tagesordnung. Nach dem Anschlag von Berlin sind wir alle ja irgendwie mit einem mulmigen Gefühl in die Weihnachtsferien gegangen. Die Geschehnisse in der Türkei, also dort, wo die Familien vieler Gelsenkirchner leben, beschäftigt viele von uns. Wir stehen unter dem Eindruck des Brexits und dann ist da auch noch der Mann, den die US-Amerikaner tatsächlich zu ihrem Präsidenten gewählt haben und der vor ungefähr einer Stunde vereidigt wurde. Kurzum, der Rückblick auf 2016 lädt nicht gerade zu Sentimentalitäten ein. Und das sind nur die Fakten. Die Stimmungslage ist fast noch beunruhigender. Vielleicht haben Sie in der vergangenen Woche auch ein wenig gestaunt, dass täglich der Weltuntergang ausgerufen wurde und die Warn-Apps auf Ihren Smartphones regelrecht verrückt gespielt haben, während wir eigentlich nur das erlebt haben, was Januar-typisch ist, und was wir alle als Winter kennen. Doch das ist eigentlich nur das drolligste Beispiel einer Aufgeregtheit, die um sich greift und teilweise sehr weitgehende und unschöne Folgen hat. Zunächst ist uns im Netz aufgefallen, in den Kommentaren, in Facebook, wie sich der Umgangston verschärft. Inzwischen aber stößt man auch offline immer wieder auf Leute, die glauben, sich einfach auskotzen zu dürfen. Und wenn sie jetzt zusammengezuckt sind und sich wundern, dass ein Oberbürgermeister bei solch einer festlichen Veranstaltung kotzen sagt, dann kann ich nur erwidern, also meine Damen und Herren, bitte, das wird man doch wohl mal sagen dürfen. Aber im Ernst, geht es Ihnen nicht auch so, dass Sie sich fragen,
was ist eigentlich los? Warum sind alle so angespannt, so kurzatmig, so aufgeregt, als wäre die Welt erst über Nacht kompliziert geworden, als wäre sie kurz vorher noch das reinste Büllerbü gewesen? Was passiert da eigentlich? Und müssen wir uns davon anstecken lassen? Es ist mit den Händen zu greifen. Wir leben in einer Zeit, in der sich etwas verändert, in der etwas auf dem Spiel zu stehen scheint, ganz grundsätzlich, in der wir Position beziehen müssen und in der wir uns fragen müssen, wo stehen wir und wie tun wir das Richtige? Wie wir das Richtige tun für unser Gemeinwesen. Entsprechend wollen wir auch heute Abend nicht den Schwerpunkt auf ein einzelnes stadtpolitisches Thema legen, auf Stadterneuerung oder Wirtschaftsentwicklung oder Nachhaltigkeit. Und ich widerstehe auch der Versuchung, über konkrete Projekte, erzielte Fortschritte zu sprechen. Gerne, meine Damen und Herren, im nächsten Jahr wieder. Doch ich glaube, jetzt stehen andere, dringlichere Fragen an. Wie können wir sicherstellen, dass wir in Gelsenkirchen auch künftig menschlich und sicher, solidarisch und kreativ zusammenstehen? Wie können wir im bevorstehenden Jahr die Kräfte stärken, die wir brauchen, weil sie unserem Gemeinwesen nutzen? Wie stets wollen wir als Anstoß für unsere Diskussion später im Foyer, vielleicht auch in den kommenden Tagen, Wochen, eine Stimme von außen hören. Wobei unser Gast das Ruhrgebiet sehr gut kennt. Er war lange am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen tätig. Dort hat er als Sozialpsychologe erforscht, wie sich Menschen in unübersichtlichen Zeiten verhalten, wie sich in Umbruchszeiten erst die Sprache wandelt, wie sich dann der normative Rahmen verschiebt und wie dann plötzlich Verhaltensweisen möglich werden, die bis dahin als völlig ausgeschlossen galten. Unser Gast hat Projekte wie Futur 2 oder die Initiative Die offene Gesellschaft mitbegründet. Viele kennen seine Bücher, seine Artikel. Er ist einer der bekanntesten Intellektuellen des Landes und ich glaube genau der richtige Gesprächspartner für heute Abend. Sehr geehrter Herr Professor Welzer, ich freue mich, dass Sie heute Abend unser Gast sind. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, in der Tat, es ist nicht so einfach in diesen Tagen, seinen inneren Kompass einzustellen. Ich weiß nicht, ob man dafür einen Psychologen braucht, aber ganz sicher ist es so, dass wir 2017 eine Antwort finden müssen auf eine grundsätzliche Frage. Wie bekomme ich Sicherheit für mich und mein Handeln, wenn mir ständig und immer wieder suggeriert wird, dass um mich herum nur Unsicherheit, nur Wandel und nur Bedrohung herrschen? Wir leben in einer Welt, in der man sich gefährdet fühlt, gefährdeter als man ist. Und doch wissen wir alle, dass es das doch nicht sein kann. Dass man anders leben will und auch anders leben muss. Dass wir Vertrauen haben müssen und Vertrauen vorleben müssen, gerade unseren Kindern. Dass es im Grunde eine Frage der Selbstachtung ist, auch bei schwierigen Nachrichtenlagen nicht der Aufgabe auszuweichen, die wir alle haben, der Aufgabe, unser Leben und unsere Lebensumstände zu gestalten, sie bestmöglich zu gestalten, und zwar hier, wo wir unser Leben verbringen, in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in Gelsenkirchen. Es ist, meine Damen und Herren, eine Frage der Selbstachtung. Und darum muss genau das auch 2017 unser Anspruch sein. In dem Bereich, in dem wir etwas bewirken können, den unguten Entwicklungen etwas entgegenzusetzen. Das geht,
Das ist keine Frage. Das geht, auch wenn die Versuchung nahe liegt, sich herauszureden, mit dem großen Ganzen zu begründen, auf das man ja keinen Einfluss hat. Es geht, wenn man sich denn nicht auf eine Egalhaltung zurückzieht, sondern etwas anderes tut, nämlich eine echte Haltung entwickeln. Eine Haltung, die von Mut, die von Engagement und die von Wahrhaftigkeit geprägt ist. Und weil sich Haltung bekanntlich darin zeigt, zuerst vor seiner Haustür zu kehren, will ich heute auch nicht darüber reden, was andere tun müssen, das Personal der Talkshows, mein Nachbar. Ich beginne bei uns, bei mir, bei dem, was die Stadt macht. Denn die Stadt, meine Damen und Herren, handelt. Das ist unser Anspruch. Das ist oft genug auch gelebte Realität. Sie handelt nicht nach Reflexen, nicht nach dem, was gerade opportun ist, nicht nach dem, was eine Medienblase oder die Facebook-Welle gerade vorgibt, sondern nach Werten, mit Methode und der Bereitschaft, sich auch an Resultaten messen zu lassen. Weil wir dazu bereit sind, möchte ich mit Ihnen auf ein Thema schauen, das unser Land zuletzt bewegt hat, wie kaum ein zweites. Das Thema Flüchtlinge. Warum? Möchte ich Sie fragen, warum ist die Aufnahme von Flüchtlingen bei uns in der Stadt so gelaufen, wie sie gelaufen ist? Nämlich so, dass wir sie als gut bewältigt bezeichnen können. Ohne echte gesellschaftliche Verwerfung. Warum ist es in Gelsenkirchen nicht so gelaufen wie in manchen Nachbarstädten, wo die Stimmung teilweise ganz anders war und nach wie vor ist? Nun, vielleicht beginnt das schon mit einer der ersten Entscheidungen im Jahr 2015. Wir haben sehr früh gesagt, wir nehmen nicht nur einige wenige Stadtteile in die Pflicht, sondern die ganze Stadt. Von Norden bis zum Süden. Eine gesamtstädtische Aufgabe ist eben auch von der ganzen Stadt zu tragen. Wir sehen die Folgen dieser Haltung in der verbreiteten Akzeptanz, vor allem aber in der enormen Bereitschaft so vieler Bürgerinnen und Bürger zu helfen. Wir spüren, dass sich das Handeln der Stadt und das ehrenamtliche Engagement verstärken. Wobei dieses Engagement ja keine Selbstverständlichkeit ist. Und darum möchte ich auch hier gerne ein weiteres Mal Danke sagen all denen, die sich eingebracht und die, wie ich finde, eine beeindruckende Haltung unter Beweis gestellt haben. Am Beispiel der Flüchtlingsaufnahme kann man ein Muster erkennen, eine Methode, die wir auch in vielen anderen Themenfeldern anwenden. Wir versuchen, möglichst alle Beteiligten einzubinden, auch wenn man am Ende natürlich nicht alle Wünsche erfüllen kann. Aber wir spielen keine Gruppe gegen eine andere aus. Niemand soll sich abgehängt oder alleine gelassen fühlen. Und dann handeln wir so, dass möglichst viele Menschen in die gleiche Richtung denken und auch handeln können. Das, meine Damen und Herren, ist das Prinzip. Und dieses Prinzip erkennen Sie auch bei einem zweiten Thema, das nicht eben populär ist, über das ich aber gerade deshalb heute sprechen will. Die Zuwanderung aus Südosteuropa. Auch da ging und geht es um Haltung und Methode. Wir stellen uns nicht hin und sagen, die Freizügigkeit von EU-Bürgern muss abgeschafft werden. Wir sagen jedoch, und das sehr deutlich, wir wollen nicht, dass auf dem Rücken von Menschen, dass mit ihrem Schicksal und ihren schwierigen Lebensumständen Geld gemacht wird und dass dabei quasi im Nebeneffekt das gute Zusammenleben in unserer Stadt gefährdet wird. Dafür haben wir keine Toleranz, meine Damen.
Und dagegen gehen wir vor, und zwar mit allen Mitteln, die wir haben. Wir schauen in enger Zusammenarbeit mit dem Land, dass wir dazu noch mehr Mittel an die Hand bekommen. Vor allem aber haben wir auch hier klargemacht, wir lassen keinen Stadtteil, wir lassen keine Nachbarschaft allein. Wir haben den kommunalen Ordnungsdienst ausgebaut, wir haben Mülldetektive losgeschickt, die Sicherheit von Häusern überprüft und viele versiegelt und damit Räume für ein unschönes Geschäftsmodell geschlossen. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt über ein Themenfeld gesprochen, das gemeinhin unter dem Label, unter dem Etikett Integration läuft, weil mehr oder weniger alles, was in Deutschland mit Zuwanderung zu tun hat, ja diese Überschrift bekommt. Aber um es einmal plakativ zu sagen, Integration ist eigentlich ja gar nichts für Ausländer. Oder weniger plakativ, Integration ist nicht nur etwas für Ausländer. Denn der Wunsch nach Integration, der hängt ja gar nicht von Zuwanderung ab. Dass eine Gesellschaft funktioniert, dass sie zusammenhält, das ist so oder so wichtig, egal ob jemand dazukommt oder nicht. Und dafür arbeitet die Stadt mit ihren Partnern, insbesondere beim Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt. Für Neu-Dazukommende wie auch für Einheimische. Sprechen wir also über die Integration in den Arbeitsmarkt. Jahr für Jahr verzeichnet das Statistikamt des Landes, ITNRW, einen Zuwachs von mehr als 1.000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Gelsenkirchen. Seit 2006 wachsen die Beschäftigtenzahlen auf immer neue Höchstzahlen von 2006 bis 2015 um 14%. Das ist weit mehr als in anderen Revierstädten. Und es steigt der Anteil von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit akademischer Ausbildung überdurchschnittlich stark. Dass sich auf dem Gelsenkirchener Arbeitsmarkt Jahr für Jahr diese Türen öffnen, ja, das hat auch etwas mit Haltung und Methode zu tun. Warum? Weil es uns in unseren Bemühungen eben nicht um den raschen, den statistischen Effekt geht, sondern um eine langfristige Wirkung. Weil es uns darum geht, Strukturen aufzubauen, die dann auch auf Dauer tragen und immer wieder auch neue Chancen bieten können. Ganz konkret auch Infrastrukturen. Nicht umsonst haben wir unser Hauptaugenmerk darauf gerichtet, alle Gewerbegebiete und alle Schulen an schnelle Glasfasernetz anzuschließen. Damit sind wir landesweit ganz vorn. Das wird nicht sofort, aber auf mittlere Sicht folgen und Erfolge mit sich bringen. Und meine Damen und Herren, darum geht es doch. Dabei wissen wir natürlich alle, wie das Gegenstück zu dieser Nachricht aussieht. Keine Sorge, blende ich gar nicht aus. An zu vielen Menschen in Gelsenkirchen geht jede Dynamik auf dem Arbeitsmarkt vorbei. Das ist ja nicht zu übersehen. Und auch wenn das nicht neu ist, wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Denn es ist, wie ich finde, ein Skandal, dass so viele Menschen etwas ganz Essentielles und Elementares vorenthalten wird, nämlich die Chance, tätig zu sein. Die Chance, sich und ihre Familien zu versorgen, sich für ihre Familien zu sorgen, einen Beitrag zur Gesellschaft und zum gesellschaftlichen Wohlstand zu leisten. Jeder Mensch braucht eine Aufgabe, eine Arbeit, die er gerne und gut erfüllt und die Selbstachtung ermöglicht. Und darum ist unsere stete Forderung nach einem sozialen Arbeitsmarkt so wichtig. Und immerhin hat sich die Landesregierung diese Forderung nun auch zu eigen gemacht und startet einen Modellversuch, endlich. Und ich verspreche Ihnen, dass wir auch die künftigen Regierungen in Land und Bund stetig daran erinnern werden. Und weil wirklich jeder und jede Einzelne zählt, zählen muss, heute und in Zukunft, weil keiner außen vorbleiben darf, weil uns Integration ganz grundsätzlich ein Anliegen ist. Darum setzen wir auch uns mit viel Geld für eine gute Bildung ein. Für jedes Kind von Anfang an. Sie alle kennen unser Engagement in dieser Frage. Sie wissen von der Anerkennung, mit der über das Gelsenkirchener Modell gesprochen wird, und Sie alle
kennen inzwischen auch das Konzept der Talentscouts der Westfälischen Hochschule, das perfekt zu unseren städtischen Anstrengungen passt. Warum? Weil es mit dafür sorgt, dass junge Menschen nach erfolgreichem Kita und erfolgreichem Schulbesuch dann doch nicht auf der Straße landen, sondern ihre Chancen verwirklichen können. Dass das Talentzentrum des Landes Nordrhein-Westfalen schließlich in unsere Stadt gekommen ist, ich finde, das ist eine folgerichtige Entscheidung und eine verdiente Anerkennung Gelsenkirchener Bildungspolitik. Und wenn Sie immer noch nicht davon überzeugt sind, dass die Gelsenkirchener Bildungspolitik gut ist, wir haben heute den Learning City Award 2017 von der UNESCO zuerkannt bekommen. Ich finde, auch das ist eine sehr schöne Aussage. Ja, meine Damen und Herren, unsere Stadtgesellschaft verändert sich. Es kommen Menschen dazu, es werden wieder mehr Kinder geboren. Gelsenkirchen wächst seit einigen Jahren wieder, wird nochmals bunter und vielfältiger. Doch bei aller Veränderung bleibt eins doch gleich. Wir lassen niemanden allein und niemanden zurück. Auch die wachsende Stadt Gelsenkirchen wird allen, die hier leben, eine echte und gute Heimat bieten. Was diese Heimat ausmacht, was sie besonders macht, darüber darf man in diesen bewegten Zeiten allerdings gerne auch noch einmal nachdenken. Denn wir blicken ja auf eine bemerkenswerte Geschichte zurück. Wir haben hier erlebt, wovor ganz viele Angst haben. Wir haben erlebt, woran eine Gesellschaft zumindest theoretisch zerbrechen könnte. Wir wissen als Gelsenkirchnerinnen und Gelsenkirchner, wie es ist, wenn die Geschäftsgrundlage eines Gemeinwesens wegfällt, ja, wegbricht. Allein in den Branchen Kohle und Stahl sind in unserer Stadt 80.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Welche andere Stadt hat das erlebt und dann auch überlebt? Sie kennen vielleicht die Bilder aus Detroit und anderen amerikanischen Städten. Richtig hoffnungsvoll sieht das dort nicht aus. Wenn wir also hier in dieser Stadt von Belastungsgrenzen einer Gesellschaft sprechen, in jenen Jahren, da waren sie hier ganz sicher erreicht, ja, wahrscheinlich sogar überschritten. Das, meine Damen und Herren, war eine ganz andere Belastungsprobe als die, von der heute manche reden. Wenn man sich nur noch einmal die Zahl der weggefallenen Arbeitsplätze und Existenzgrundlagen in der Montanindustrie vor Augen führt, 80.000, dann kann man kaum glauben, dass einige Leute kürzlich einen ähnlichen Ausnahmezustand gesehen haben bei einigen tausend zugewiesenen Flüchtlingen in Gelsenkirchen oder entsprechend ähnlich vielen in anderen Orten, ganz zu schweigen von den Zahlen im Osten der Republik. Und darum mal im Ernst, meine Damen und Herren, hat irgendjemand unter uns im vergangenen Jahr deswegen auch nur ein Butterbrot oder ein Stück Kuchen weniger essen können? Also lassen wir uns doch nicht anstecken von der verbreiteten Aufregung. Lassen wir uns doch nicht irre machen. Gelsenkirchen hat schon ganz anderes erlebt, hat den Strukturbruch überlebt, ohne hysterisch zu werden und ohne unsolidarisch zu werden. Und Gelsenkirchen hat dabei immer Haltung bewiesen. Ich finde, das war und das ist eine enorme Leistung. Das kann, ja, meine Damen und Herren, das sollte Anlass zu Selbstbewusstsein und auch zu Stolz sein. Applaus
Und ich finde, es sollte auch eine Mahnung sein. Eine Mahnung daran, dass wir auf unsere Stadt mit einem Blick schauen, der ihr gerecht wird. Mit einem Blick, der nichts verschönert, aber auch nichts eintrübt. Denn unsere Stadt ist ja bekanntlich weder schwarz noch weiß. Sie ist bunt, ja, manchmal zugegeben, auch grau, wie andere Städte übrigens auch. Ich finde, es wäre viel gewonnen, wenn wir in Zukunft schwierige, komplexe Situationen angemessen beschreiben und keine allzu schlichten Lösungen suchen. Auch und gerade beim Thema Sicherheit. Denn ich bin überzeugt, man wird Populismus nicht verhindern, indem man sich ihm annähert oder mit Angst Politik macht. Oder anders ausgesprochen, ich würde sofort unterschreiben, was unser Gast Professor Welser geschrieben hat. Eine Politik der Angst, die ist stets populistisch. Und ich möchte ergänzen, eine Politik der Angst, meine Damen und Herren, das ist ein echtes No-Go und eines der wenigen No-Gos, die ich in Gelsenkirchen kenne. Wir tun viel für die öffentliche Sicherheit in dieser Stadt. Wir tun, was nötig ist und noch mehr. Aber wir tun es, ohne Bedrohung herbeizureden, auch wenn das die herrschende Nervosität scheinbar verlangt. Und nicht zuletzt, wenn wir über Sicherheit reden, dann sollten wir auch über das reden, was zuallererst Sicherheit schafft, nämlich Dinge, über die in dieser Debatte kaum gesprochen wird. Bildung, Lebenschancen, gesellschaftlicher Zusammenhalt, intakte Nachbarschaften, eine intakte Stadtgesellschaft, das Miteinander von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen in Sportvereinen und bei anderen Gelegenheiten. Meine Damen und Herren, wenn davon mit der gleichen Energie gesprochen würde, wie wir im Moment über andere sicherheitspolitische Themen reden, dann würden wir ein großes Stück weiter sein. Ja, meine Damen und Herren, wir können aus den Erfahrungen unserer Stadt sehr viel lernen. Wir haben das auch getan. Manchmal aber in unübersichtlichen Zeiten wie diesen scheint es dennoch nötig, noch einmal innezuhalten und sich das vor Augen zu führen. Wir in Gelsenkirchen haben gelernt, dass es vor allem zwei Faktoren sind, die eine Gesellschaft zusammenhalten, die Integration gewährleisten. Erstens, dass Menschen ihre Arbeit tun, dass die kommunale Selbstverwaltung ihre Aufgabe erfüllt und erfüllen kann, dass öffentliche Angebote da sind und Regeln respektiert werden. Zweitens aber auch, und das ist nicht bloß genauso wichtig, ich finde, es ist sogar noch wichtiger, noch entscheidender, noch weniger verzichtbar. Zweitens gehört dazu, dass sich Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen zu ihrem Gemeinwesen bekennen. Dass Menschen sich zusammentun, in Vereinen, in Initiativen, in der Nachbarschaft, dass sie sich unterstützen, die Jungen und Heranwachsenden wie auch die Älteren. Denn wir alle wissen, es gibt da im Miteinander der Menschen etwas, das keine offizielle Stelle leisten kann. Und darauf, meine Damen und Herren, darauf kommt es jetzt ganz besonders an. Es gibt keinen Zweifel, ja, wir stehen am Beginn eines besonderen Jahres. Die Welt wird vermutlich nicht ruhiger und friedvoller, wenn der einflussreichste Mensch Donald Trump heißt. Es ist darum keine Schande, wenn wir heute mehr Fragen haben als Antworten. Und doch, ich bin fest davon überzeugt, dass wir am Beginn eines Jahres stehen, vor dem uns nicht bange sein muss. Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir in Gelsenkirchen über ein paar ganz entscheidende Ressourcen verfügen. Wir verfügen über diese Ressourcen, weil wir wichtige Erfahrungen gemacht haben.
weil wir einen inneren Kompass haben, weil wir ein Gemeinwesen haben, das funktioniert, weil wir hier gemeinsam in einer offenen, solidarischen und kreativen Stadt leben, in der sich ständig neue Chancen und Perspektiven eröffnen. Ja, ich würde sogar sagen, in der sich immer mehr Chancen eröffnen, die wir 2017 mutig ergreifen wollen. Und wir wissen eben auch, dass das, was oben auf dem Banner dieses Musiktheaters steht, von vielen Menschen gelebt wird, sehr bewusst gelebt wird und auch geschützt wird. Da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und weil das so ist, wird dieser Satz im Jahr 2017 auch noch einmal eine besondere Rolle in unserer Stadt spielen. In unseren Kindertagesstätten, in unseren Schulen. 2017, nicht nur 2017, wird das Jahr der Menschenwürde in Gelsenkirchen. Das Signal, das heute von unserem Musiktheater ausgehen soll, ist aber keines, was lediglich von dem Banner an seinem Dach ausgeht. Dieses Signal, meine Damen und Herren, das muss von uns allen, die wir uns heute hier in diesem Haus versammelt haben, ausgehen. Wir alle stehen in der Verantwortung. Es liegt an uns. Da kann uns kein Populist, kein Brexit, kein Salafist von abbringen. Denn in einer Demokratie ist es am Ende so, dass wir die Gesellschaft bekommen, die wir verdienen. Es gibt da keinen Automatismus, es gibt da kein Schicksal. Es liegt an uns, an Ihnen und an mir. Es liegt an uns daran, dass wir Haltung zeigen, dass wir unsere gesellschaftliche Verantwortung nicht zur Seite schieben, sondern die sehr bewusst wahrnehmen. Schon in unserem alltäglichen Handeln und Verhalten. Wir entscheiden mit darüber, dass es in dieser Gesellschaft fair zugeht. Dass wir uns gegenseitig in die Augen schauen können. Dass wir miteinander reden. Dass wir uns umeinander kümmern. Und dass wir voreinander Respekt haben. Wenn wir das beherzigen, wenn wir unsere Haltung nicht nur zu Hause vorführen, sondern auch draußen auf der Straße, wenn wir uns nicht selbst klein machen oder von Dritten klein reden lassen, wenn wir Respekt haben, aber auch Respekt vorleben, wenn wir den Mut haben zu Wahrhaftigkeit und zu Engagement, dann wird das seine Wirkung haben. Dann macht das einen erheblichen Unterschied. Dann machen Sie, meine Damen und Herren, dann machen wir 2017 einen Unterschied. Und dann wird das Jahr 2017 auch ein gutes Jahr. Ihnen allen und der Stadt Gelsenkirchen möchte ich darum heute nicht nur, wie sonst, mein ganz herzliches Glück auf für 2017 zurufen, sondern gerade in diesem Jahr möchte ich noch eines hinzufügen, nämlich bleiben wir mutig. Herzlichen Dank.